Willkommen, liebe Freunde, zurück in Falkenstein. Und ich bin jetzt auch wieder zurück in Falkenstein. Wir haben Tamesis erfolgreich gerettet und mit ihr ein bisschen die Welt erkundet. Das war wirklich alles total ungeplant in den letzten Tagen. Und heute möchte ich mit euch hier endlich weiterbauen an unserem Giebel. So. Das macht mir hier wirklich heute im Schnelldurchlauf, möchte ich hier das Dach drauf zimmern. Ich hoffe, wir kommen irgendwie annähernd mit dem Holz aus, was wir haben. Und da müssen wir jetzt nämlich aufpassen, schaut mal. Wir haben hier im Endeffekt das Dach, das so der Längs nach kommt, ja. Das heißt, wir müssen hier starten, oder? Ja. Und dann das kleine Dach hier zubauen. Darum machen wir uns jetzt erstmal hier den Giebel. So. Und Wahnsinn. Also echt, was wir in den letzten Folgen alles hier erleben durften und entdeckt haben, das ist schon cool. Wir haben Tempel gefunden, wir haben Dörfer gefunden, eins nach dem anderen. Mehr oder weniger haben wir jetzt hier. Warum ist das so, wie es ist? Wir sind hier eins zu weit. Wir müssen hier noch eins rübergehen. So. Sorry, Leute. Bogen können wir jetzt dabei wieder mal zur Seite geben. Oh, stimmt das jetzt? Ich weiß es nicht. Komm, ich mache den Giebel drüben zuerst und dann ziehen wir den rüber. Ist einfacher jetzt für uns. Ich packe das sonst gerade nicht hier. Ich packe es einfach nicht. So. 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 Und so, liebe Leute. Heute müsste Montag sein, wenn ihr das seht. Ich bin ja noch immer am selben Aufnahmetag wie in den letzten Folgen. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich eh gedacht. Ich nehme normalerweise immer so für eine Woche im Vorhinein auf. So, Montag ist immer so mein Aufnahmetag. Und die liebe Tamesis und ich haben mehr oder weniger was beschlossen. Ja? Wir wollen gemeinsam wieder Skyblock spielen. Aber zuvor wollen wir uns an einem anderen Projekt versuchen. Und zwar wird das für Montag ein fixes Streamprogramm werden. Jeden Montag gibt es jetzt Minecraft Ultra Hardcore mit Marito und Tamesis. Start dieses Reihe, kann man sagen, dieses Selbstversuches wird heute sein. So. Und das heißt, wir müssen jetzt... ja klar, Marito! Heute Abend im Stream erste Folge von Minecraft Ultra Hardcore. Und Ultra Hardcore bedeutet höchste Schwierigkeitsstufe auf Hardcore. Und das Spiel wird noch so umgemoddet, ja, dass... Liebe Freunde, ich ziehe jetzt das hier nämlich rüber. Das Spiel wird dahingehend noch so ungemoddet, dass man, wenn man jetzt, so wie ich jetzt hier, ein Herz verloren hat, an Gesundheit oder jetzt schon wieder, ja, dann kannst du das durch Essen nicht mehr auffüllen, sondern nur durch ja, jetzt Regenerationstränke oder Heiltränke oder speziellen Nahrungsmittel, die halt Leben regenerieren. Aber nicht jetzt so, dass ich pfeife mir jetzt hier einen gebratenen Fisch rein, jam, 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 ja, nee, hilft nicht. Hilft mir nicht. Also das wird ein irrsinnig spannendes Projekt und vielleicht auch ein sehr kurzes Projekt. Denn weder ich noch Tamesis sind jetzt so die überdrüber Spieler, ja. Wir sind jetzt beide nicht so, wie soll ich sagen, wir sind beide ein bisschen tollpatschig, was hier Minecraft angeht. Okay, da kommen wir schon relativ weit rüber. Und connecten dann auch zum anderen Dach. Das heißt, das müssen wir dann auch irgendwie mit einbauen. Ja,
Beides könnte von drüben so einen 3D-Effekt haben, aber von hier schaut es halt dann blöd aus. Arg! Nee. Obwohl. Ja, komm, machen wir mal. Machen wir mal. Ja. Und dazu bin ich echt schon gespannt, was ihr davon haltet, wie es generell wird. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich wieder mit Tamesis gemeinsam was mache. Und ich habe es mir auch gewünscht. Und die Tamesis hat sich natürlich auch gewünscht. Alle haben es uns gewünscht. Denn mit der Tamesis spiele ich irrsinnig gern zusammen. Ist ein ganz lieber Mensch. Und das passt. Da passt einfach das Zusammenspiel recht gut, ne? Ja. Das passt hinten und vorn einfach nicht zusammen hier, das Dach. Arg. Das passt nicht. Bin jetzt hier gerade echt am Überlegen, was ich hier mit diesem kleinen Überbau mache. Aber irgendwie... Mir fehlt noch die zündende Idee, würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme jetzt das Bett mit da hoch, das nervt mich sonst jetzt ewig drauf zu warten, dass ich schlafen kann. Ja, super, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, natürlich. Ich bin klatschnass. So, das hier, das passt nicht, ne? Das passt echt nicht hier. Ja, müssen wir anders lösen. Das müssen wir uns anders überlegen. Und das ist hier im Endeffekt wegen diesem Vorsprung so, dass wir da so weit rüberkommen. Dann sind wir aber trotzdem noch. Ne? Den Vorsprung können wir im Endeffekt wegmachen. Brauchen wir hier ja eigentlich nicht, ne? Und dann haben wir aber immer noch das Problem. Hierüber, diesen Vorsprung brauchen wir auch nicht. Ja, da machen wir dann ein anderes Vordach oder so hin. Dann gehört der auch nochmal weg. So, habe ich jetzt das Bett da drüben wieder abgebaut, ja. Ich, schlauer Mensch. So, dann setzen wir hier jetzt eben den noch drauf. Und hier brauchen wir dann den Balken rüber. So. Boah, wie oft ihr... Ich bin euch so dankbar, dass ihr mich noch nicht verflucht, weil ich immer so einen Kauderwelsch zusammenbaue hier. Sondern, dass ihr mir da immer noch zuseht, wenn Marito wieder mal Scheiße baut. In dem Fall so richtig, ja. Okay. Hätten wir das so, so und so... Ah, Entschuldigung, ich konnte mich nicht mehr muten jetzt. Das ging nicht mehr. Das passt eh, da kommen wir eh rüber, ja? Das ist klar. So, da. Tam. Ne? Ich schaue mir das gerade ein bisschen an, damit wir das Dach jetzt halbwegs hinbekommen. Ich habe da jetzt gerade echt voll den Hänger drinnen. Okay. Heißt, da muss im Endeffekt der Giebel anfangen. Ja, dann passt es auch mit dem hier zusammen. Okay. Super. Okay. Da. So. Ja. Dann passt das hier zusammen. Dann kommen wir hier so her. Und da kommt dann da quasi der Zugiebel. Der Zugiebel. Sagt man dazu Giebel? Keine Ahnung, wie man das sagt. Der Giebel Nummer 2 halt, ne?
So, wie gesagt, Montag wird es jetzt in Richtung Together gehen, mit der Tamesis immer. Da hat auch die Tamesis Zeit, mit mir zu daddeln. Und wir wollen auf jeden Fall Skyblock nochmal probieren. Aber sind irgendwie auf die Idee gekommen, bevor wir jetzt wieder Skyblock Runde 2 starten, wollen wir erstmal da im Together das Ultra Hardcore probieren und mal schauen, ja. Es könnte sein, dass es mehrere Streams lang geht oder auch, dass es natürlich relativ schnell vorbei ist, so wie ich uns zwei Hirsche kenne. Ne, warte mal. Da möchte ich dann hier den Zaun rein als Dingenskirchen, ne? Mach mal so. Ja, ich glaube, das gefällt mir gut. Nee. So. Der kommt wieder weg. Wie gesagt, diese Gebäude hier, was ich jetzt hier baue, ja, die sind ja nicht geplant oder so, sondern die entstehen so richtig hier jetzt mit euch. Und da brauchen wir dann ein Slabity Slab Slab. Okay. Ja. So ungefähr. Machen wir hier das dicht, ne? So. Wie gesagt, die Schmiede an sich ist ja eh ein ärmeres Ding einfach, ne? Und darum kann es hier auch einfach mal so einen stinknormalen Zubau geben. Und da müssten wir dann so wieder weitergehen. Ups. Geht's dann so rüber, ne? Genau. Machen wir jetzt hier mal zu, diesen Zubau. Ein Zubau. Da. Okay. Ups. Na geh her da. Spiel. Okay. Und wumm, jetzt darüber. Das wird jetzt lustig. Oh Mann, ich sehe, meine Nerven sind, wir gehen flöten gleich. Weil ich bin da einfach nicht gut, dass ich da irgendwie so rüberziehen kann, wie es manch anderer macht. Der macht da tak, 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 tak und zieht da in einer Wurst drüber, wo ich mir immer denke, ey, Alter, wie machst du das? Wie kannst du das nur schaffen? Ja, das war so klar. Hark! Beim Ultra-Hardcore wird es dann natürlich auch so werden, dass das nur so lange geht, bis einer von uns beiden stirbt. Ne? Wenn einer tot ist, ist er tot. Dann ist die Welt gelöscht. Außer der andere würde noch weiterspielen, aber ich glaube so aus. Ich würde nicht weiterspielen, wenn jetzt die Tamesis hier sterben würde. Ich würde es dann vielleicht nochmal neu starten im Single-Mode. Aber zuerst dann würde dann Skyblock kommen. Denn auf das freue ich mich in der Tat schon wieder richtig. Skyblock-Spiel mit der Tamesis. Zwei verpeilte Pappnasen, kann man sagen. Ja? So. Ups. So, wir haben keine Axt mehr. Wir haben gleich keine Treppen mehr. Das ist eher das, was mich ein bisschen nervt. Aber wir haben noch Holz von der Holzfäller-Aktion letztens im Stream. Ja, komm her da. Es ist halt voll schwer für mich. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine schönere Lösung, ohne dass ich mir hier, ein Konstrukt aufbaue darunter? Ah, da haben wir noch was. Gut. Gut. Reicht zwar nicht fürs ganze Dach, aber wir kommen ein Stückchen noch weiter und da müssen wir eh schlafen. Und dann können wir uns ja gleich noch wieder was Neues bauen.
Das ist gut. Übrigens, Leute, ab heute oder heute Aufnahmetag, also für mich ist heute Mittwoch, für euch ist heute Montag. Ich spreche aus der Vergangenheit zu euch. Ich mache jetzt einen Zuckerfasten und nehme jetzt ein paar Tage nichts Zuckerhaltiges zu mir. Boah, denn langsam sollte ich anfangen, wieder was für die Figur zu tun. YouTube macht mich echt fett. Muss man wirklich so sagen, kann man gar nicht verschönern oder so. YouTube macht mich fett. So, das kommt dann hier rauf. Müssen wir dann gleich noch welche machen. Da habe ich keine mehr. So. Ja, doch, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Dann mit der Umrandung, ja, das gefällt mir. Das passt mir. Das ist gut. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch endlich mal hier fertig zu werden, ne? Achso, ich habe eh noch. Da haben wir ja eh noch was. So. Machen wir uns jetzt hier so ein Stack noch. Und dann machen wir uns noch. So. Und so. Und so. Und so. Sollten wir auf jeden Fall, denke ich, glaube ich, eventuell unter Umständen vielleicht auskommen. Und wir können nur nachts schlafen. So ein Wunder. Ich sehe gerade, uns fehlen hier noch übrigens das Glas und so. Ich komm. Ich lass mich schlafen, Spiel, bitte. Ja, da oben geht's weiter. Setzen wir hier die gleich, die Slabs. Dann haben wir das schon mal erledigt nach drüben. Okay. Jetzt müssen wir da noch rüber. Na toll. Echt, echt toll. Ich hätte mir eine Axt vielleicht noch mitnehmen sollen jetzt wieder hier rauf. Wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen. Ja, wir haben ja mehrere Dörfer jetzt gefunden. Arg. In den letzten Folgen. Und wir planen jetzt gerade die Weg oder den Straßenbau, um zum einen mal die momentan bespielten Hauptdörfer anzuschließen ans Straßennetz oder generell an ein Straßennetz zu bauen, ja. Und dann wollen wir auf diesem Weg auch gleich die neu gewonnenen oder neu gefundenen Dörfer mit anbinden. Und da ist mein Aufruf jetzt wieder an euch. Es gibt jetzt einige Dörfer, die einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin sich wünschen und suchen. Und auch wir wünschen uns hier noch mehr Leute auf den Server zu bekommen. Mehr liebe Leute, mit denen wir gerne unsere Zeit verbringen. Mit denen wir gerne zusammenspielen. So wie der liebe Marc, die liebe Tamesis, die liebe Pflock. Das ist einfach so eine. Das sind ganz, ganz liebe Leute alle. Und es macht echt Spaß, mit denen gemeinsam hier was zu bauen, was zu erschaffen. Und ihr könnt euch dazu gerne bei mir am Discord, ja, der ist wie immer verlinkt in der Videobeschreibung und in meiner Kanalbeschreibung natürlich ebenso, könnt ihr euch dafür bewerben. Und da gibt es natürlich jetzt mehrere Dörfer zur Auswahl.
Zum einen haben wir das Wüstendorf St. Sildur gefunden, das, wo das schwebende Kreuz war. Dann eben im Fichtenwald gab es dann noch Rabenforst und Forstberg, Eichensturz und natürlich hier gleich um die Ecke Seeneck, ja, am Dreiländersee. Er sucht auch immer noch einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin und ihr könnt euch hier gerne für bewerben. Wir würden uns sehr freuen, den einen oder die andere von euch hier bei uns am Server begrüßen zu dürfen. Wir spielen in der Minecraft-Version 1.16.5 mit Forge und wir haben eigentlich bis keine Mods installiert, bis auf die Atlas-App, Atlas-Mod. Aber wenn ihr jetzt, nachdem ihr den Atlas so viel im Einsatz gesehen habt, noch nicht Fan vom Atlas seid, dann weiß ich es auch nicht. Ja, dann kann ich mir das auch nicht erklären. So. Und ich möchte jetzt... Ah, wir sind schon wieder sehr knapp an der Zeit. Zumindest das Dach noch dicht bekommen, bitte. Das wäre fein, aber ich kann hier einfach nicht gut bauen hier. Ich weiß nicht, gibt's, wenn es hier eine einfachere Lösung gibt oder eine bessere, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Für die zukünftigen Gebäude wäre das auf jeden Fall interessant. So. Ja, ich sehe schon die letzte Reihe, Gott sei Dank. Und somit sollten wir das auch hinkriegen, dass wir das in dieser Folge noch dicht bekommen. Sehr gut. Yay! Und dann müssen wir uns natürlich auch noch den Werkstattplatz da überlegen, ja? Wie wir das in der Mitte machen, die Mauer rumziehen, das wird ja eher das wenigere Problem sein. Und die Häuser einrichten natürlich müssen wir auch, ja, keine Frage. Die gehören dann natürlich auch eingerichtet. Stimmt, da hast du recht. Da hast du recht und du hast recht und ihr alle habt recht. So. Da habe ich ja den Block falsch gesetzt, da, ne? Die Treppe. So gehört das. Genau. Und jetzt gehört eigentlich hier nur mehr die Umrandung gezogen. Oh Mann, die gehört ja auch noch gezogen. Haben wir noch Zeit? Ja, ganz kurz. Für eine Seite haben wir auf jeden Fall, glaube ich, noch. Können wir die Zeit noch aufbringen? Zumindest, ne, haha. Haben wir ja nichts, kein Material mehr, Marito. Du hast ja keine Treppen mehr. Die verbauen wir jetzt noch schnell eben, ne? Muss der Marito halt dann nochmal rauf aufs Dach. So. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Es nimmt hier immer mehr Gestalt an, unser Langhaus. Hier machen wir natürlich die Fenster dann noch dicht. Hier hinten kommt noch dicht. Ja. Und hier ist irgendwo eine Spinne unter uns und da ist ja der Spawner drin versteckt. Darum habe ich mir hier das mit einer Fackel markiert. Oder ist die hier in der Höhle drin? Nee. Ah, da unten ist ein Zombie. Hallo. Ja, grüß dich. Hallo. Und hier mit Rob, mit Robs Ende, mit der Erlösung von Rob, beende ich diese Folge und wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis am Abend im Livestream. Ciao, baba, euer Marito.